Keine Ahnung, wie wir das mit unserem Pickup schaffen sollen, aber die Aliens haben gesagt, es geht. Gut, dann mal los. Wie viel Sprit brauche ich denn da? Gute Frage eigentlich. Barnhub. The Moon! Da braucht man keinen Sprit. Wuhu! Man braucht gar nichts für den Mond. Doch eine Axt und ein Picklock. I'm a spaceman. Got a rocket on my back. Spaceman. Danke für den Ohrwurm. Mr. Gray! Und wir haben Raketen und Helme. Nein. Na, egal. Onkel Billy ist dein ältester Onkel. Can mount an item. Und wir fliegen ins Weltall. Oh, Moment, mir fällt noch was auf. Ah, warte. Erstmal schauen wir uns noch den Intro an, dann ändere ich die Kategorie. Wir sind ja nicht mehr in Blood Bowl. Auch im neuen Recht. Selbst dieses Spiel laggt. Und der Onkel hängt hinten dran. Klar. It should fly. Sehr schön. Das muss Miko sein. The Moon, welcome to the dark side. So. Und wir sind in Barn. Nein, bitte nicht schon wieder. Ach Mann, ich hasse es. Twitch manchmal in seinen Kategorien. Nein, nicht Narn. Barn. Finders. So, Kategorie ist geändert. Intruder Alert. Was? Intruder Alert? Intruder Alert. Eine Sekunde, ich muss schon was schauen. Intruder Alert. Intruder Alert. Find a switch to shut down. Intruder Alert. Intruder Alert. Intruder. Erstmal alles umhauen. Jawohl. Gravitation, was bist du? Intruder Alert. Ja, ist gut. Wo ist der Knopf? Intruder Alert. Wo ist der Knopf? Im Klo? Nein. Verdammt. Intruder Alert. Ah, da oben. Intruder Alert. Verdammt. Intruder Alert. Intruder Alert. Vorbei! Intruder. Welcome to Miko Moon Station. Wir sind auf der Miko Moon Station. Zack, 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 zack. Hör da was? Aha, ich wusste es doch. Added to the collection. Whee! Whee! Wir können fliegen. Oder so ähnlich. Bonk. Helm nehme ich mit. Meine Cam ist nicht gut positioniert. Oh. So vielleicht? Ja, besser. Das sieht doch schon besser aus. Gut. Danke für die Info. Ich glaube nicht, dass die Cookies haben. Wir können mal schauen. Ich hoffe nicht. Noch mehr Cookies in mein Rechner wird noch langsamer. Nee, lass mal. Aber hier gibt es, glaube ich, sonst Helme. Blauhelme. Und wir hacken durchs Land. Wir sollten aber noch genug Materialien haben. Okay. Auf geht's. Hoch. Aufwärts. Social Plaza. Enjoy your stay. Wie schön. Hier will ich wohnen. Keine Menschen hier. Ah.
Habt ihr was gesehen? Habt ihr was gesehen? Lasst mich hier rein, lasst mich hier rein. Wie mache ich das aus? Verdammt. Okay. Whatever. Death Ray Tag. Und ein Schlüssel. Miko! Miko Space Suit. La. Rooms Garden Park. Da. Kitchen. Heidauer. Das nehmen wir mit. Das machen wir aus. Mal mit. Den nehmen wir mit. Mitnehmen. Eis. So eine Scheiße hier. Bisschen Geld muss man ja doch noch verdienen. Wir haben noch 6000. Aber jetzt sollte, jawohl, hier alles aus sein. Wir können den Spacesuit anziehen. Nein, mitnehmen. Das können wir mitnehmen und hack, 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 hack. Was fehlt uns? Die Taschenlampe. Da haben wir die Kauften schon ersetzt. Na, gib mir die Flaschen, du Flasche. Das haben wir. Gibt's denn hier alles? Oh, viele, viele Bilder, viele, viele Bilder. Und ein neues Poster. Wir brauchen eine Karte. Verdammt. Den nehmen wir mit. Bonk. Ja. So, wo ist die Karte? Wo ist die Karte? Na, wo ist sie denn? Hier ist sie nicht. Oh. Wo ist die Karte? Haben sie den Wald versteckt? Haben wir hier noch einen Waldabfall gehabt. The Garden Lab. Water Pump Station. Ja, es zeigt mir die Gamepad-Keys an, weil ich mein Gamepad noch angeschlossen habe. Heißt, wir müssen jetzt hier wirklich intensivst looten, alles zu finden. Irgendwo liegt eine Karte. Wo könnte die Karte liegen? Hallo, Kollege Schnürschuh. I can make moonshine here. Ja, natürlich, wir sind doch auf dem Mond, du Pappnase. Hier vielleicht drin? Wo ist die Karte? Wenn man die Augen einmal aufmacht, haben sie drin. Und nun? Ah! Das ist auch... Whee! Fliegen! Lass mich raus! Raus hier! VIP Rooms. Da gehöre ich hin. Das doch schon, natürlich. Zack, zack. Oh, was für ein Laptop. Ein schönes Tischlein. Pflanze. So mag ich meine Türen. Hat jemand eine Schublade geklaut? Das war Platz mit X. Das war wohl nix. Oh. Toilette. So. Auch verkaufen. Hier will ich einziehen. Schön ruhig. Keiner nervt einen. Einfach nur ein Tier. Da kommen wir her, oder?
Hier kommen wir her. Da können wir hin. Hui. Moment, ich muss zur Not mal kurz meinen Controller ausstecken. Na bitte. Mikkel Garden. Hör das Klopapier. Da oben liegt es. Schatzkiste. Na toll. Wer vergräbt denn hier Hasen? Oh, mich mit? Oh. Eine hier sehen. Sorry. Höpf. Höpf. Entschuldigung. Verdammt. Und nein! Noch höher. Hä? Wirst du wohl. Da kommt Eisgebiet, okay. Ja, jetzt haben wir sie. Hup, hup. Wir haben die Klorolle. Was suchen wir hier eigentlich? Eine Creepypuppe? Haben wir schon. Comic? Haben wir. Seil? Natürlich. Da kommt er. Hm. Und was suchen wir hier? Außer der goldenen Klorolle. I am verwirrt. I am mildly confused. Hm. Kann man hier runter? Da unten was? Ja, da unten gibt's was. Das ist nur eine Option. Ich. Abwärts! Aha. Hier wollen wir. Das noch nicht für den Transport markieren. Weil es noch angeschlossen ist? Fragezeichen. Oh. Hm. Gang. Gang, den wir mitnehmen könnten. Find an ingredient and place it into the right machine. Wir sollen eine Ingredienz in die rechte Maschine. Nein, in die richtige Maschine setzen. Rye. Muss Rye rein. Barley. Rye. Hm? Mehr davon. Haben wir irgendwo ein Rezept? Born. Corn. Mehr Korn. Oh. Corn loaded successfully. Okay. Ah. Barley. Alright, hier war Barley. Das. Und noch ein drittes. Verdammt! Kurz!
barley loaded successfully. Und jetzt noch das letzte Rei. Rei, rein hier. Rye loaded successfully. I want moonshine right now. Ja, wir haben alles. Find the water pumping station. Gut. Wohl nicht hier. Wohl woanders. So. Halt! Ich muss hier wieder raus. Lass mich. Lass mich. So. Meine Fresse. Das ist ein Kampf. Yeet. Hier soll auch die Water Pump Station sein. Wo ist die Water Pump Station? War das das oben? Geht doch. Da ist hier nochmal irgendwo was. Wo ist die Wasserpumpstation? Das ist die Water Pump Station. Aha, ich habe das Spiel gesehen. Water Pump Station. Hm? Was zum... Stopp! Nehme ich! Wo kann ich hier irgendwas machen? Hier fehlt was drauf. Nein, warte mal, was? We level the pressure water. Jetzt sollten alle an sein. Jawohl! Wuhu! Wasser fließt! Sehr schön! Und zurück. Abwärts. Bam. To the moon and back! Distillery Station. So, was müssen wir jetzt machen? Make Galaxy Moonshine. Wir haben das vorher lesen. Warning. Eternal Power. Danger. Moonshine. Add barley. Voll. Add barley. Add barley. Add corn. Add rye. Add barley. Oh, add rye. Add barley. Add rye. Auch mal Korn? Add barley. Wuhu, wir haben Moonshine gemacht. So macht man also Moonshine. Aufnehmen. Sonst noch irgendwas? Ich glaube, Item found. Noch einige Items left. Aber Aube, ich suche mich hier jetzt nicht extra durch. Ich glaube, wir schauen einfach, dass wir jetzt hier durch sind. Ich habe gerade nicht so das Sammelbedürfnis wie bei den anderen Karten. Es geht einem hier. Da sollte hochgehen. Aha, Moment. Das will ich noch sehen. So. Hoch. 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 Auch noch mehr Sachen zum Draufstellen. Jawohl, einen Stuhl. Wo stellt man sich drauf? Auf einen Stuhl. Das, was man seinen Kindern immer beibringt, wenn man irgendwo hoch will, einfach auf den Stuhl stellen. Eine Freundin schaut zu und erschlägt mich gleich.
Das sieht doch solide aus. Nein. Haha, stabil, sag ich doch. Da gibt's ja nichts hier oben. Warum bin ich hier hoch? So ein Verarscher oder so. Nein, ich kann damit über. Hopp. Ah. Hier gibt's doch sicher was. Welcome. Serious. Hier wäre so viel Potenzial gewesen für Zeug. Das finde ich enttäuschend. Abwärts. Das finde ich so ein bisschen enttäuschend, dass sie so Sachen dann eben nicht genutzt haben. Zurück. Items nicht gefunden, aber alles Wichtige. So. Dum, 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 dum. Warum Testament? Hä? Was für ein Testament? Also wenn meine Freundin mich erschlägt. Brauche ich nicht. Was will ich denn vererben? Einen neuen Computer. Ding. Zu machen. Dann schlafen wir mal. Haben wir irgendwas für hier bekommen? Natürlich nicht. Für dieses Regal bekommt man... gar nichts mehr. Also der letzte Level jetzt wirkte so ein bisschen, als hätten die Entwickler genauso, hätten irgendwie keine Lust mehr oder so, weil... Ja, da war jetzt nicht viel versteckt, wo was hätte sein können. Pack, pack, pack. Post, eine neue Post. Noch ein Level? Nein, oder? Nein. Dimension Slicer. Oh, es geht noch weiter. While you look for Bobby, can you send me? Transfer the galaxy. $10,000. Okay, dann müssen wir erstmal... Gut, dann gehen wir verkaufen. Leute, kauft, 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 kauft. Brauchen Geld! Was? Ah, hi! Agent, Agent! Nein, wir haben nichts Besonderes gesehen. Außer Sie meinen die komische Mondbasis von Miko. Dann vielleicht. Dann könnte es sein, dass ich irgendwas Verdächtiges gesehen habe. Aber ansonsten außerdem... Nein. Aufs. Geh. Geh einfach. Weg. Keiner will dich hier. Du kaufst eh nichts. Du stehst nur vor meinen Gegenständen rum, blockierst sie für andere Käufer. Dummer Hund. So. Du bist ein guter Käufer. Du willst einen Familientisch. Ganze Familie. Und verkauft für 135 an den gut gelaunten Mann. Was willst du mir verkaufen? Vergiss es einfach. Vergiss es einfach, diese scheiß Kaninchen. Ein Big Shelf. Ah nein, ein Big Shelf. Genau, ein Lightning Miko Sattel. Und dazu das passende Pferd. Na, 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 niemand? Oh, was hast du denn vor? Du weißt, dass diese liegenden Pferde, die du immer siehst, von dem Zeug, was du rauchst, kommen. Du wirst ihn mir eh wieder verkaufen wollen. Klingt absolut fair, finde ich auch. Oh, der Herr Massenmörder ist auch wieder im Haus. Hallo, Herr Massenmörder, was darf ich Ihnen tun? Ein wunderschönes Bild, Sie waren mir schon immer so, als wären Sie ein Kunstlieber. Also, ja, ich weiß. Oh, yeah. Gott. Okay. Aha. Aha, kann's haben. Bam. War ein Einzelstück. So,
Physalis. Hallo, der Herr Bauarbeiter. Ja. Natürlich, damit können auch Sie zur Arbeit reiten. Heute habe ich aber auch einen lockeren Finger. So ist schon schön. Können Sie haben, nehmen Sie es mit. Ich pack's Ihnen gleich ein. Und du? Ein Ofen, natürlich. Einen Ofen braucht man immer. Ich weiß, die gehen ziemlich schnell kaputt. Aus eigener Erfahrung. Da braucht man manchmal schon neumodischeres Zeug wie das da. Oh, der neueste Fernseher, den wir im Sortiment haben, ist auch dabei. Käufer? Du lässt die Finger davon. Ja. Oh, sie wollen noch so ein Bild. Meinst du, das ist nicht genug? Auch eine Foltermethode. Ein Raum mit nur den gleichen Bildern. Bis derjenige bescheuert wird. Oh, ja. Kann sie gut verstehen. Also nicht, dass ich das gutheißen würde, ja. Aber ich kann sie verstehen. Wurde der von der Letzte ihnen vor der Nase weggekauft? So ein Pech aber auch. Naja, das letzte Stück, was ich davon habe. Viel Spaß damit. Also ich habe nur noch große Gegenstände und kleine wollt ihr mich eigentlich verarschen. Das Balancing da ist ein bisschen kacke. Da. Gut, der Hut steht mir gut. Noch. Oh. Käufer. Was wollen Sie denn diesmal? Einen Campinggrill, natürlich. Weil, oh, Campen ist toll. Und Grillen auch. Und warum nicht gleich einen Campinggrill? Zwei Sachen, die Spaß machen, wenn man mal wieder abhauen will. Frau, Kindern. Ja, Gas. Ich will's nicht wissen. Ich sag da einfach nichts. Ach komm, ein bisschen mehr kannst du schon sagen. Ja, du selber. So ein Sattel. Junkie wieder kommen und sich den kaufen. Hier ist der Bienenmann. Bonk. Schon dem fehlt was. Was willst du? Ein Tennisschläger. Natürlich doch. Für dich doch immer. Na klar. Den besten Preis. Und du? Oh ja. Weinfass. Eine Party ohne gutes Weinfass. Ich verstehe. Ja klar, kein Problem. So, mach frei den Raum. Zack. Und wieder Items. Hopp. Als nächstes haben wir noch die Handschuhe. Schuhe fehlen, so ein Scheiß. Kann immer genau ein Item bringen. Ein Fernseher, ja, der ist wie neu. Wollen Sie den Leuten vorspielen, dass sie in den 40ern leben, oder was? Okay. Oh yeah. Oh yeah. Ah, Schubkarre. Warum nicht? Und dann haben wir das nächste zum Anbauen. Oi, die Reiterhosen. Und wieder zum Verkauf. Obwohl wir eigentlich genug haben wollten. Wer will? Da, Sie, da. Ah klar, ein Sattel. Das kleine Pony, das Sie reiten. Sie sehen mir auch so schmächtig aus. Haflinger? Wenn man jetzt kommt mit Haflinger, sind keine Ponys dem trinken. Ja, du schaust aus, als würdest du scheiße. Tippen. Ja, nimm. Nimm und geh, mein Kollege. So, Stuhl. Wer will einen guten Stuhl? Da sind die Reiterhandschuhe. Und da kommen wieder neue Gäste. Mr. Gray, hat der Moonshine denn geschmeckt? Hoffe doch. Treffer war gerade online. Und die Dame will eine Gitarre. Ich sehe das doch schon. Eine elektrische Gitarre? Immer doch.
Musiker unterstütze ich doch gerne. Samstags. Jetzt aber. Natürlich. Wunderbar. Im Vorbeigehen nochmal hier was draufknallen. Nein, vom Serienmördern kaufe ich nichts. Bum, 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 bum. Oh, das könnten wir sogar komplett haben. Das ist... Cool. Eins. Ja, ich komme ja schon. Wer ist da? Sie. Hm. Ach, sie können wieder gehen. Du. Fix den Stuhl. Natürlich, ein guter alter Oma-Sessel. Hm? So kennt man das doch. Ja, nimm mit den Scheiß. Will sonst doch eh kein. Wir bauen den Reiter weiter zusammen. Da sind die Stiefel. Auch Stiefelknecht. Und jetzt brauchen wir noch den Hut. Meine Fresse. Hm. Ah. Ein Rocking Chair. Schaukelstuhl ist super bequem, kann ich nur empfehlen. Gibt nichts Entspannenderes als im Schaukelstuhl zu sitzen, fernzusehen, Bücher zu lesen. Ja, grüne Medizin, ja, ja. Nicht rauchen das Zeug, das könnte ein bisschen zu Durchfall führen. Ja, okay. Ich weiß, Sie haben damit Erfahrung. Also, egal. Okay, dann schauen wir doch mal. Ja genau, Rocking Around the Christmas Tree. Tschong. Item assembled. Wupp, wupp. Kundschaft. Natürlich, wer will keinen Cola-Stand im Laden haben oder zu Hause? Unter Bett. Eine Cola-Maschine. Du. Nimm. Kriegst du so für den Preis, da will ich gar nicht mehr, da krieg ich doch gar nicht mehr. Güte. Zack. Und wir hatten noch mehr zum Zusammenbauen. Wofür? Oh, das ist gut, das ist gut, das ist sehr gut. Tada! Einpacken, mitnehmen, Dankeschön. Na klar, die rote Passion, aha, hier. Hm. Sag nicht. Ich wusste gar nicht, dass sie into sowas sind. Und du Arsch schon wieder. Das nächste wird... Da war noch was. Ein Staubsauger. Ja, ich komme. Das darf sein, der Tisch. Natürlich. Ein Familientisch. Jede Familie. Ich glaube, ihr Mann hat sowas gekauft. Finde ich auch Kabea. Nee, der hieß anders, der hieß. Und noch, ja, der Ruhländer. Ein wunderschöner Tisch. Kann man ganz viel Moonshine draufstellen. Ganz viel selbstgebrannten. Wenn Sie wieder was brauchen, sagen Sie, ich komme mit zum Brennen. Ich kriege aber dann auch einen, ja? Himmel! Mann! Weiter geht's. Hm. Oh, die Froschens, die Froschens, die Froschens. Sag mir, dass das die letzten sind. Wir haben es. Wir haben es! Wir haben es! Hallo, die Dame. Mal. Und. Jawohl. Nimm. Jetzt will ich's wissen. Zack. War das nochmal? Konnte man auch enden. Weiß nur nicht. Egal. Kaufen. Hol, der Tisch wird auf. Brauchen aber viele Tische. Ach, richtig viele Tische. Hm. Ja, der ist zu gut für sie. Viel zu gut für sie. Na gut, ausnahmsweise. Wenn sie mir einen guten Preis machen, verkaufe ich ihn. Ah, ist ja okay.
Und was wir jetzt machen, wir gehen direkt ans Lager und holen uns die Sachen raus. Oh. Einmal das hier. Uiuiui. Tada. Und den Reiter. Tada. Wer will was kaufen? Ein Massenmörder. Ja, manchmal braucht man einfach einen Kaffee. Das ganze Foltern, das schlaucht schon, das laugt aus und so. Ich weiß. Nimm es einfach mit. Fast geschenkt. Ich hab die ganze Froschzirkusgeschichte fertig. Ein Kamm. Death Ray Tank. Lang. Ein Dieb, ein Dieb. Ich weiß genau, dass sie da sind. Gehen sie weg. Ah ne, er hieß einfach nur Jack. Er hatte keinen Nachnamen. Natürlich. Passend zu dem Sattel, oder? Sie sehen sich ja schick darin aus. Ding. Was kann ich Ihnen tun, Herr Massenmörder? Ich will es gar nicht wissen. Ich will nicht wissen, warum Sie einen Beekeeper-Guidebook haben wollen. Nein, verzichte. Aber wir haben jetzt wieder genug Geld und wir können auf die nächste Mission. Daher, dann ist für heute zu. Ich bringe nur noch schnell die ganzen Sachen zum Basteln rüber und dann haben wir's. Osmo. Gut. Er ist auch fertig, oder? Jawohl, ist er. Schön. Noch. Den Flammenwerfer. Mal schauen, wo der denn drankommt. Ah, interessant. Gut, aber dann. Yeah. Gehen wir mal weiter. Und holen uns den Dimension Slicer. Auf den Sprit und ab geht's. Ab geht die wilde Fahrt. Nala, ich habe immer noch den Ohrwurm von einem Spaceman. Danke. Werde das, glaube ich, heute nicht mehr los. Natürlich starten wir die Auktion. Komm, machen wir mal gleich voll. Ja, komm. Oh, und jetzt haben wir's. Und los geht's, wir haben ihn gekauft, den Schuppen. So, wir brauchen den Dimension Slicer. Bank, bank. Bank, bank, bank. Bank, bank. Bank. Wir müssen noch das letzte Halloween-Item holen. Ziemlich leer. So ziemlich, ziemlich. Du ja, jetzt fängt das Spiel an zu lenken. Ich weiß ja nicht. So aufwendig ist es doch gar nicht. Hoppala. Nimm mit. Ich höre da was. Nachtigall, ich höre dir trapsen. Nein!
Was haben wir jetzt gemacht? Verdammt. Hochheben. Sagt hochheben. Hallo? Haha. Falsch. Ich dachte, hier wäre er drin. Da oben! Gott. Na gut. Wenn ihr das sagt, dann ist das so. Nö, nö, nö. Schlüssel. Wir sind immer toll. Kleinen Sachen. Alte Schreibmasche. Nein. Eine Schreibmaschine. Genau. Jeder weiß, wie eine Schreibmaschine ausschaut. Genau so. Da wieder hoch. Unser Ziel ist es. Da hoch. Da drauf. Mitkommen. Ponk, ponk. Komm. Okay, so rum nicht. Mit Arsch und Zwirn. Kisten. Kisten. Tür auf, Tür auf. Ein Fass. Ein Fass ist immer gut. Ein Fass. Voll zum Klettern. Chonk. Entschuldigung. Okay, das wäre die Nummer 1. Und dann haben wir... Wow. Ich hatte gerade mal ganz kurz die Zoomies. Moment. Sehr schön. So, damit kommt man immer gut hoch. Der Hocker hilft. So, jetzt müssen wir noch höher stapeln. Denn wir sind Hochstapler. Ich. Amt. Himmel, Arsch und Wolkenbruch. Ja, ich konzentriere mich gerade, weil so ein bisschen Höhenangst und so, wie manche ja schon wissen, habe ich dann doch. Wir haben das goldene Papier. Geht! So, das Wichtigste haben wir. Jetzt geht's weiter. Hol. Du. Du. Auch nichts. Du. Auch nichts. Großer.
Wanted Poster. Wofür haben wir verdammt nochmal den Schlüssel? Irgendwo muss doch hier noch ein geheimer Weg sein. Wir haben einen Schlüssel. Oder haben wir den jetzt schon benutzt? Ah. Wo zum Teufel brauchen wir den Schlüssel? Unten war nicht. Aha, da. Dum. Bum, 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 bum. Ein Portal. Da Mondschein. Warum haben wir Mondschein? Tag auch. Tag, Herr Alien. Ah ja. Tag, Alien. Moonshine! Sehr schön. Da ist der Ausgang. Hier liegen haufenweise Bücher rum, die man nicht verkaufen kann. Also schon, aber nicht so. Wo brauchen wir den Mond? Something blocks this door. Kaution. Irgendwas mit Mondschein. Okay. Disco! Disco, ab in die Disco, Leute. Wir gehen jetzt feiern. Natürlich ist Mr. Gray in der Disco. Aber erstmal. Ajo. Bitteschön. Wir haben Tickets bekommen. Moonshine, Disco. Okay, das haben wir schon mal freigeschaltet jetzt. Was auch immer uns das gebracht hat. Jetzt hier. Vielleicht können wir jetzt auch nicht rein. Oh, ein Huhn. Das ist zum Verkaufen. Gotti, Gotti, Gotti. Naja. Kommen wir her. Ah, wir sind wieder hier. Piu, piu, piu. Das Ding war zu gerade noch und ist immer noch. Nein, ist nicht zu. Goodbye, Suckers. Oink, oink. Erstverbrecher. Ich sehe. Dass man Schädel nicht verkaufen kann. Ein Staubsauger! Auch ein... Weißt du, wo bin ich denn jetzt? Ein UFO? Ein UFO! Nehme ich mit! Boah, ihr habt das große Objekt gefunden. Nehme ich! Mal kurz das UFO einpacken.
Und weiter geht's. Wieder hoch. Und mal auf der anderen Seite schauen. Ein Exit. Exit drin. Ah ja, da geht's nun wieder raus. Wie versprochen. Ich muss doch noch irgendwo das Ding sein da. Auch. Jetzt. Einfach weil wir hier... Wo ist dieser dämliche Slicer jetzt? Hier muss doch noch ein Bereich sein. Komm. Irgendwo ist hier noch ein Bereich. Da war die Disco. Oh, eine Axt. Schein freigeschalten in der Disco. In der Disco müssen wir wohl noch irgendwas machen. Oder war es wirklich nur dafür, dieses komische Ding freizuschalten? Wie komme ich hier unten rein? Gibt's hier was? Nein, nein. Wenn damit interagieren darf. Okay. Gibt mir keine Tipps mehr. Bin ich durch. Und unser Onkel hängt da unten mit rum und feiert. Natürlich. Ohne Worte! Ich muss schuften und der Alte hängt da unten rum und... Oh, nehmen wir doch mal... Blick da rein. Nein? Hier ist wieder jetzt Rätseltime angesagt. Das ist interessanter als das auf dem Mond. Hier fehlt halt echt nur noch der Dimension Slicer. Wichtig. Auch ein paar viele Items. Wo ist es? Einfach mal so mittendrin rum. Hier hätte ich halt gedacht, dass was sein könnte. Oder da. Aber da kommen wir ja nur. Warte. Da hinten. Hier liegt er. Wie komme ich da hin? Irgendwie da. Ist das... Am liebsten würde ich ja einfach mal die Tiere freilassen. Das können wir ja leider. Aber wir müssen irgendwie hier rüberkommen. Da drüben hoch. Hier drüben müssen wir hochkommen. Aber wie? Müssen wir uns da echt hochbauen? Oder gibt es da irgendeinen Trick? Ah, der Flammenwerfer. Mondkugel. Ganz her. Da ist es ja. Sonst. Flammenwerfer. Autoradio. Sonst. Just do it. Nicht zu viel zerhauen. Nicht zu viel zerhauen. Sonst haben wir wieder das Problem. Baue mich hier jetzt ziemlich einfach hoch. Ganz einfach.
kann sich nur um Stunden handeln. Kling, kling. Was drauf? Natürlich. Oder ich nehme ganz einfach die Leiter, die hier hochgeht. Keiner sagt ein Wort. Danke. Da-da-da. So. Und wir sind durch. Mal schauen, ob wir noch ein bisschen was finden auf dem Weg nach Hause. Da liegt nichts mehr, da liegt nichts mehr. Auch nichts mehr. Nein. Nein. Nein, nein, nein. Auch nichts mehr. Nein. Da liegt noch ein Laptop. Und ein Porno. Ich frag nicht. Ich stelle keine Fragen. Nichts mehr. Da ist auch nichts. Auch nichts. Auch nicht. Hier vielleicht noch? Nein. Hm. Jo, dann würde ich mal sagen, wir holen den Onkel mal von der Party weg, dass der mal wieder arbeitet, ne? Ich muss hier noch ein Raumschiff abholen. Einmal raus, bitte. Danke. Dankeschön. Direkt am Auto. Ja, natürlich gehen wir zurück zum Pornshop. Das ist aber nicht... Das haben wir nicht mitgenommen. Wir haben ein UFO mitgenommen. Sag's nur. Und wir haben alle möglichen Maschinen collected. Wupp, wupp. So, dann. Tink, tink. Und hallo, Herr Kürbis. Wir haben auch das letzte Item jetzt. Ba-ba-bam. Was? Eins? Was? Wo? Ein Autopimp. Verdammt. Er hat noch ein Autopimp. Hier gab es doch jetzt was. Dafür oder dafür? Dafür. Wir haben den Dimension Slicer. Ab ins Bett, würde ich sagen. Schnauze. Ist ein Huhn und keine Katze.